Hallo und herzlich willkommen zu Bube und Dame, Gespräche zu Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Stefan Lichtenstein und ich begrüße Sie im Namen der Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land hier in unserem Skatstadtstudio, heute ganz digital zu Gast, Herr Burkhard Drescher. Hallo, Herr Drescher. Hallo, ich grüße Sie. Herr Drescher, Sie waren Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen im Ruhrgebiet und sind seit 2011 Geschäftsführer der Innovation City. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was ist Ihre Aufgabe bei Innovation City? Ja, wir haben zunächst mal eine ganz einfache Aufgabe gehabt. 2010 hat die Wirtschaft im Ruhrgebiet, da gibt es einen Zusammenschluss, der heißt Initiativkreis Ruhrgebiet, sich überlegt, man könnte im Ruhrgebiet doch mal in dieser alten Industrieregion noch mal eine Energiestadt, eine Klimastadt schaffen. Und dann hat man einen Wettbewerb gemacht und dann hat man Bottrop ausgewählt als wirklich alte Bergbaustadt und hat dann hier im Grunde genommen den Ansatz gewählt, die in dieser Stadt hier in Bottrop sollen mal in 10 Jahren die Treibhausgasemissionen halbiert werden. Das war die Aufgabenstellung. Und dann hat man eine Projektsteuerungsgesellschaft gegründet. Das sind jetzt wir, die Innovation City Management Gesellschaft. Und wir haben das Projekt der Treibhausgashalbierung hier in Bottrop jetzt über 10 Jahre betrieben, alle Projekte begleitet, umgesetzt, was man so im Projektmanagement macht. Und wir haben ja tatsächlich im letzten Jahr die Zielmarke erreicht. Wir haben hier in dieser 70.000 Einwohner in dem Pilotgebiet haben wir die Hälfte der CO2-Emissionen einsparen können und damit das Ziel von dem Ausschreiber gesetzt auch erreicht. Was waren die größten Herausforderungen bei Ihrem Projekt? Ja, es ist relativ simpel, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, herauszufinden, wo die Schwerpunkte liegen. Und da muss man wissen, dass etwa 40% der CO2-Emissionen aus Gebäuden kommen. Und davon mehr als die Hälfte aus Wohngebäuden. Also mussten wir die Wohngebäude in den Fokus nehmen und sehen, wie können wir die energetisch modernisieren, wie können wir dort in den Wohngebäuden und in den gewerblichen Gebäuden die CO2-Emissionen reduzieren. Und dann ist es sehr schwer, sicherlich an die Einzeleigentümer ranzukommen. Also einfach ist, wenn man mit Wohnungsgesellschaften redet, aber das ist ja nur die haben ja nur eine Minderheit des Wohnungsbestandes. Aber die Einzeleigentümer, das waren jetzt 10.000 an der Zahl, die für dieses Thema zu gewinnen, die zu überzeugen, zu investieren in ihre eigenen Gebäude, um die Gebäude energetisch zu modernisieren, das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Und wie haben Sie die Menschen mitgenommen? Was ist der Haupttreiber, wenn man Wohneigentümer anspricht, wenn man die dazu bewegen will, eine Investition zu tätigen, die aber vermutlich sich nicht rechnen wird? Das ist genau der Punkt, denn unser Haupttreiber war, den Leuten zu vermitteln, dass es sich rechnet und dass es für sie günstiger ist, wenn sie in energetische Modernisierung investieren, weil damit die Haushaltskasse entlastet wird. Als Beispiel, wenn eine neue Heizung eingebaut wird oder wenn die Heizung modernisiert wird, spart man Heizungskosten, entlastet das Portemonnaie, die Photovoltaikanlage auf dem Dach ermöglicht es, den Strom für 6 Cent pro Kilowattstunde zu produzieren, statt der 30 bei den Stadtwerken. Und über diesen Weg, ausschließlich über diesen Weg, liebe Leute, mit den Maßnahmen entlastet ihr eure Haushaltskasse, euer Portemonnaie wird entlastet. Über diesen Weg haben wir die Leute gewonnen. Dafür mussten wir viele Veranstaltungen machen, Kampagnen machen und vor allen Dingen intensive Einzelberatung machen. Aber über diesen Weg ist es gelungen. Welche Rolle spielt dabei die Förderung, die staatliche Förderung, KfW-Förderung, BAFA-Förderung? Ist das wichtig oder finanzieren sich Ihre Projekte aus sich selbst heraus? Also das war auch ein Lernprozess, die KfW-Förderung, die es gibt. BAFA gibt so kleine Pumpen, das ist ganz nett. Aber so die grundsätzliche KfW-Förderung für die energetische Modernisierung von bestehenden Gebäuden ist eigentlich nicht tauglich, weil sie die Maßnahmen verteuert. Da wird die Latte ganz hoch gehängt, dadurch wird alles viel teurer und rechnet sich nicht. Nein, wir haben eigene Förderinstrumente entwickelt mit der Stadt Bottrop zusammen. Das bedeutete, wenn man CO2 einspart,
bekam man einen Zuschuss, der in der gleichen Höhe war. Also 10% CO2-Einsparung am Haus gleich 10% Zuschuss. Und über diesen Weg, über diesen pragmatischen, niederschwelligen Weg, haben wir es erreicht, dass 36% der Gebäude hier in Bottrop energetisch modernisiert werden konnten. Aber das ist schon eine ganze Menge. Wenn also jemand 100% CO2 einspart, bekommt er die komplette Investition finanziert. Wenn er das kann, aber dann muss er auch richtig in die Tasche greifen. Okay. Das haben wir, glaube ich, in keinem Fall gehabt. Die Durchschnittsquote waren so bis 25% Zuschuss, 20%. Das sind so die Größenordnungen. Also, denn wenn Sie ein Einzelgebäude wirklich CO2-neutral umbauen wollen, dann müssen Sie es abreißen und neu bauen. Genau, ja. Anders geht es nicht, technisch. Herr Drescher, Sie hatten gesagt, 40% der CO2-Emissionen in Deutschland sind aus Wohngebäuden oder aus Bauwerken. Das sind eine ganze Menge. Das ist ja mehr als der Straßenverkehr. Ging es denn in Ihrem Projekt dann nur um Wohnbebauung oder auch um Industrie- und Gewerbeimmobilien? Und klar, wir haben eine breite, auch wir hatten einen Industriebeirat, wo die Firmen vertreten waren. Wir haben sehr breit auch mit uns mit den Gewerbegebieten, die es hier in Bottrop gibt, beschäftigt. Wir haben zum Beispiel eine große Kläranlage hier. Diese Kläranlage, die vorher sehr viel Energie verbraucht hat, wurde umgebaut zu einem hybriden Kraftwerk. Einzelbetriebe haben sich selber mit eigener Ingenieurkunst zu Plus-Energiebetrieben umgebaut. Also es ist eine breite Bewegung, sowohl gewerblich wie auch im Wohngebäudebereich. Also Sie haben die gesamte Bandbreite genutzt. Gab es auch Bürgerinitiativen oder hat die reine Beratung gereicht? Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man an die Bürger ran? Ja, also wir haben zum Beispiel am Anfang einen Masterplan erarbeitet für das Pilotgebiet. Und bei der Erarbeitung des Masterplans haben wir ganz viele Bürgerwerkstätten veranstaltet. Also in jedem Stadtquartier. Wir haben 70.000 Einwohner, 7 Quartiere waren das, also überschaubare Kommunikationszirkel, die wir dort hatten. Und wir haben mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam Maßnahmen erarbeitet, was man machen kann in den jeweiligen Quartieren. Das heißt, auch schon die Konzeption, der Masterplan ist entstanden im Dialog mit den Bürgerinnen. Das war der eine Teil. Das heißt also, alle wussten, wir haben die Chance, mitzuwirken bei den Veränderungsprozessen. Und dann der zweite Teil waren dann die vielen Veranstaltungen. Wir haben hier über 12.000 Bürgerinnen in unseren Räumen hier gehabt und haben die informiert über Schimmel, Dämmung, Speicher, Photovoltaik und viele, viele Themen mehr oder Begrünung von Fassaden, alles diese Themen haben wir intensiv über Veranstaltungen gemacht. Dann sind wir in die Schulen gegangen, haben mit den Kindern gemeinsam Sonnenenergiehäuser gebaut. Die haben das dann wiederum nach Hause getragen und die Eltern, Großeltern davon überzeugt, dass man da was machen muss. Also schon so, dass das ganze Konzept und die ganze Umsetzung eigentlich nicht das Werk unserer Projektsteuerungsgesellschaft war oder das Werk der Stadtverwaltung, sondern eher das Werk der ganzen Bürgerinnen in dieser Stadt, in Bottrop. Wie groß war Ihr Team für das Projekt? Das klingt ja nach sehr viel Arbeit und auch sehr viel Kommunikationsarbeit, die Sie da leisten mussten. Also auch für Bottrop bezogen waren wir am Anfang 8, nachher so 15 Mitarbeiterinnen, die jetzt sich nur um Bottrop gekümmert haben. Inzwischen sind wir 40, aber inzwischen haben wir ja im Ruhrgebiet nochmal 30 Konzepte gemacht. Also für Bottrop selber war nachher sozusagen die Mannschaft so bis zu 12 Leuten stark. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, was ist dann das nächste Ziel? Bottrop, null Energie, null CO2-Ausstoß bis 2030. Wäre das ein realistisches Ziel? Ja, es ist eine große Herausforderung. Denn man muss ja sehen, wir sind ja jetzt nicht nur bei dem Thema Treibhausgasreduktion, um da klimaneutral zu werden, sondern muss das Ganze auch, sagen wir, etwas weiter stecken in die Umweltneutralität. Das bedeutet, dass man auch einbeziehen muss in die Betrachtung, wo kommen die Materialien her, welchen Fußabdruck erzeugen wir,
mit den Materialien, die eingesetzt werden für die energetische Modernisierung und solche Themen mehr. Also ein bisschen breiter gestellt, aber schon mit dem festen Wunsch oder dem Ziel, sozusagen wirklich dem treibhausgasneutralen Stadtquartier ein Stückchen näher zu kommen, vielleicht das Ziel auch wirklich zu erreichen, dass wir dann als Stadtquartier klimaneutral werden. Das ist dann noch nicht umweltneutral, aber klimaneutral heißt sozusagen Treibhausgase Zero und das kann man erreichen, indem man die Emissionen reduziert und gleichzeitig auch wiederum Sachen kompensiert. Wissen Sie, wenn wir hier viel aufforsten, viel Grün reinbringen, frisst das auch CO2. Und die Bilanz muss eigentlich dann wirklich mal bei Null sein. Das halten Sie auch für realistisch, das ist machbar. Ja, also wenn man am Anfang, als wir hier angefangen hatten, das Projekt zu konstruieren, die Hälfte zu sparen, haben alle in der Industriestadt wie Bottrop, ja, wie wollt ihr da die Hälfte reduzieren, hat keiner geglaubt. Jetzt konnten wir es nachweisen, wissenschaftlich evaluiert. So, wenn man die Herausforderung nicht annimmt, dann kann man auch die Schlacht nicht gewinnen. Was würden Sie anderen Regionen empfehlen, die sich der gleichen Aufgabe stellen möchten? Wie sollten die vorgehen? Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihren Projekten? Die wichtigsten Erkenntnisse von unten organisieren mit einem Masterplan und vor allen Dingen mit den Bürgerinnen gemeinsam das Ganze gestalten. Nicht von oben herab mit Konzepten, sondern die Konzepte und die Bürgerinnen sehr ernst nehmen in so einem Stadtquartier und überschaubare Einheiten, also Quartier zu Quartier und dann auf die Stadtebene zu gehen, sodass man auch wirklich die Bürgerinnen wirklich zu Trägern des Projektes machen kann. Das ist der wichtigste Punkt. Und dann natürlich das geplant zu machen und dann mit einem stringenten Projektmanagement auch das Ganze dann abzuarbeiten. Das ist ja ein sehr pragmatischer Ansatz. Sie sagen ja auch, Klimaschutz beginnt von unten. Haben Sie sich ausreichend von der großen Politik dabei unterstützt gefühlt? Welche Wünsche und Forderungen haben Sie an die Bundesregierung, an die neue Bundesregierung? Wir haben uns da von der Politik nicht unterstützt gefühlt. Zwar mit Besuchen hier in Bottrop waren alle, ja, die Ministerinnen und der Bundespräsident war hier, alle fanden das alles schön. Aber die Förderpolitik und das Denken aus Berlin oder auch hier von der Landesregierung ist immer von oben. Ja, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, Herr Habeck will, glaube ich, die Zahl der Windkraftwerke verdreifachen. Das ist ein schönes Ziel, hört sich gut an, machen die Zeitungen schöne Überschriften draus. Nur bis die Verdreifachung realisiert ist, ist Herr Habeck in Pension. Aber der ist erst 40. Also das dauert alles viel zu lange. Man muss von der Politik besser wäre, man gibt denen auch nicht zentrale Förderkonzepte heraus, sondern man gibt den Kommunen, den Gemeinden das Geld und sagt, so, ihr habt jetzt die Vorgabe, klimagerechte Stadtumbau zu betreiben und von unten mit der Qualität und mit der Unterstützung der Bürger das zu organisieren. Dann wird es schnell, wirksam, greifbar. Das hat die Politik in Berlin bis heute, glaube ich, noch nicht begriffen. Ein Stück weit geben Sie aber an Herrn Habeck recht. Er hat ja die KfW-Förderung dieser Tage eingestellt und gesagt, das erheben wir jetzt zum allgemeinen Aber ich Standort. glaube, er hat es mehr eingestellt aus fiskalischen Gründen als aus der Einsicht, dass man die Fördermechanismen ändern muss. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, macht das keinen Unterschied, ob diese Mittel nun fließen oder nicht. Die energetische Sanierung, so wie Sie sie organisiert haben, würde trotzdem funktionieren. Ja, die würde trotzdem funktionieren, wobei man jetzt sagen muss, da geht es ja jetzt um den Neubau bei den KfW-Streichmaßnahmen. Da muss man das allerdings differenziert betrachten. Ist schwierig für die Leute, die damit gerechnet haben. Aber in der Tat, also die derzeitigen Bauvorschriften der NF beinhalten so viel Regelwerke, Wärmeschutz und viele Themen mehr. Auch ich meine nicht mehr, dass man das fördern muss. Deutschland ist gebaut und der Bestand ist das Problem, nicht die Neubauten. Und da die Kräfte zu konzentrieren, wäre der richtige Weg. Okay.
Von der Bundespolitik fühlten Sie sich nicht unterstützt. Welche Möglichkeiten hat die Landespolitik, die Landesregierung, hier aktiv einzugreifen und zu unterstützen? Ja, die Landesregierung hat schon die Möglichkeit, die haben ja Städtebauförderkonzepte und Städtebaufördermittel, die sie verwalten. Damit könnten sie die Städte befähigen, auch eigene Förderprogramme zu entwickeln. Die Landesebene hat auch, in Niedersachsen gibt es für die KfW-Förderung, für solche Masterplan-Projekte auch komplementäre Förderung. Also die Landesebene hat da eine Menge Möglichkeiten, die Gemeinden zu stärken in ihrem Vorgehen. Aber da ist es ähnlich meist, zumindest in Nordrhein-Westfalen, bei der derzeitigen Landesregierung, dass man da doch eher zentralistisch denkt und mit zentralistischen Förderkonzepten versucht, die Ziele zu erreichen. Was, wenn Sie jetzt drei bürokratische Hemmnisse mal benennen sollten, die sofort ausgeräumt gehörten, was wären das aus Ihrer Sicht? Was müsste da passieren? Wenn Sie die Frage nochmal wiederholen, weil hier hatten wir einen kleinen Blackout. Ja. Wenn Sie eine Handvoll, zum Beispiel drei bürokratische Hemmnisse mal benennen sollten, die abgeschafft, ausgeräumt gehörten, was wäre das? Erstens wäre das, Photovoltaikmontage auf den Dächern zu erleichtern, aufzuhören, die Photovoltaikbetreiber wie Unternehmen zu behandeln, das Genehmigungsverfahren zu vereinfachen. Zweitens, Photovoltaik zu 100% nutzen zu dürfen als Eigenstrom. Und das Dritte wäre wirklich die Vernetzung zwischen den Liegenschaften, zwischen den in Nachbarschaften, die Vernetzung von Photovoltaik Leistungen, die der Einzelne vielleicht mehr erbringen kann als der andere, möglich zu machen. All das geht zurzeit nicht. Zurzeit haben wir extrem bürokratische Prozesse und wenn man das wegsprengen würde, könnte man schon eine Menge erreichen beim Klimaschutz. Okay. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres kleinen Gesprächs. Wenn unser Oberbürgermeister unser Interview jetzt gehört hat und würde morgen beginnen wollen, was wären die ersten drei Schritte, die Sie ihm empfehlen würden? Wie sollte er vorgehen? Ja, er sollte schon erstmal geplant vorgehen, das heißt also so einen Masterplan versuchen. Und da kann man in der Tat für den Masterplanprozess auch KfW-Mittel bis zu 75% bekommen. Das ist ein besonderes KfW-Programm, was ausnahmsweise gut wirkt. Und dann muss er sich klare Ziele setzen und dann einen Prozess der Partizipation, der Beteiligung der Bürgerinnen an diesem Masterplanprozess organisieren. Und dann kann er loslegen. Sie beraten ja in diesem Bereich. Sie würden also auch zur Beratung zur Verfügung stehen, wenn ich jetzt mal in Ihrem Sinne einen kleinen Werbeblock mit einflechten darf. Ja klar. Wir machen das, wir haben so in Thüringen für viele Städte gemacht, sind da leider nicht zum Zug gekommen, gleichwohl. Wir wissen, wie das geht. Wir wissen, wie man solche Anträge schreibt. Und von daher könnten wir da schon hilfreich sein. Gut, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs. Herr Drescher, ganz kurz am Ende eine gute Tradition. Schnelle Frage, kurze Antwort. Ich stelle Ihnen drei Fragen, wenn Sie die möglichst in einem Satz oder auch mit einem Wort beantworten möchten und können. Der neuen Bundesregierung wünsche ich, dass sie erkennt, dass die Energiewende nur von unten umzusetzen ist. Wenn Sie morgen Landrat wären, dann würden Sie sofort für alle Städte und alle Gemeinden einen Masterplanprozess anregen. Okay, und im nächsten Leben werden Sie? Das ist eine gute Frage. Rockmusiker. Super. Vielen Dank, Herr Drescher. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben und natürlich auch viel Erfolg im Bottrop bis 2030 auf null CO2 zu bringen. Viel Erfolg und alles Gute. Alles Gute. Schöne Grüße. Tschüss.